Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Tutorial der Mappenschule. Heute möchte ich mit euch etwas Urban Sketching betreiben, raus ins Feld gehen und diese Kirche zeichnen. Das Video wird dir präsentiert von der Mappenschule. Die Mappenschule bietet Online-Mappenkurse für alle Kunst- und Designstudiengänge. It's so easy. Hier machst du deinen Mappenkurs, wo und wann immer du möchtest. Bewirb dich jetzt und beginne dein Designstudium. Zunächst suche ich einen Standpunkt, von dem aus ich die Kirche in einer schönen Eckperspektive sehe und definiere die Höhe des Horizonts. Dann peile ich mit dem Stift die Kanten des Gebäudes an und übertrage die Winkel aufs Papier. Außerdem messe ich die Proportionen ab. Ich prüfe zum Beispiel, wie hoch der Kirchturm im Verhältnis zu seiner Breite ist. Das kann ich dann einzeichnen. Wie ihr seht, halte ich das Papier in einer Hand und zeichne mit der anderen. Das ist nicht ganz einfach. Außerdem muss ich das Blatt noch in die Kamera halten, die neben mir auf dem Stativ steht. Wenn ihr zum Zeichnen rausgeht, müsst ihr das etwas praktischer machen. Setzt euch an einer ruhigen Stelle gemütlich hin, nehmt den Zeichenblock auf den Schoß und zeichnet ordentlich und mit Muße. Für dieses Beispiel hier ist das aber nicht so dramatisch, weil ich die Skizze zu Hause ausarbeiten möchte und dort etwas mehr Zeit in die Zeichnung stecken werde. Es geht mir jetzt nur darum, das Motiv möglichst schnell einzufangen. Am Schreibtisch zu Hause arbeite ich die Skizze aus. Dabei gibt es drei Punkte, auf die ich achte. Erstens, ich versuche möglichst viele unterschiedliche Linien zu erzeugen. Der Fineliner mit einer pinselförmigen Spitze gibt mir eine große Variationsmöglichkeit an Linien. Das macht die Zeichnung lebendig und ich versuche möglichst viele unterschiedliche Linien von dick bis dünn zu zeichnen. Es gibt dabei nur wenige Vorgaben. Das meiste geschieht aus dem Bauch heraus und ist ganz intuitiv. Daher wird die gleiche Kirchenansicht völlig anders aussehen, wenn sie von einem anderen Künstler gemalt wird. Und genau das ist das Spannende. Zweitens, weglassen und andeuten. Wie setzt man zum Beispiel mit diesem Zeichengerät die Blätter des Baumes um? Man sollte hier eine abstrahierte Form finden und nicht versuchen, jedes einzelne Blatt zu malen. Besser ist es, ein paar Details anzudeuten und den Betrachter den Rest machen zu lassen. Drittens, Fläche und Struktur. Mit Fläche und Struktur kann man Kontraste im Bild schaffen. Es muss nicht alles gleichmäßig ausgemalt werden. In manchen Bereichen des Bildes zeichnet man viele Strukturen, in anderen lässt man das Papier stehen. Diese Kontraste sorgen für Spannung im Bild. Wenn ihr Urban Sketching für die Kunstmappe zum Nachweis der künstlerischen Eignung machen möchtet, ist es wichtig, in Serien zu arbeiten und nicht nur Einzelbilder zu präsentieren. Dazu könnt ihr Folgendes ausprobieren. Zeichnet verschiedene Ansichten des gleichen Motivs. Zeigt, wie es in der Froschperspektive oder der Vogelperspektive aussieht. Zeichnet das Objekt genauso ab, wie ihr es seht, und zeichnet dann die Rückansicht aus der Fantasie oder gestaltet auf weiteren Zeichnungen das Objekt um. Zeichnet eine Serie von verschiedenen Kirchen, also Motive, die einen thematischen Zusammenhang haben. Da könnt ihr schwarz-weiß, aber auch farbig oder mit anderen Darstellungstechniken, wie zum Beispiel Drucktechniken oder Collagen arbeiten. Erklärt das Gebäude zeichnerisch, das heißt, fertigt neben der Gesamtansicht Zeichnungen von Details an und stellt diese auf einem Studienblatt zusammen. Überlegt euch eine kurze Geschichte zu dem Objekt und zeichnet die mit 6 bis 10 Bildern. In den Mappenkursen der Mappenschule helfen wir euch dabei, aus Einzelbildern Themen abzuleiten, die zum gewünschten Studiengang passen. Wir entwickeln gemeinsam spannende Ideen und zeigen euch die Darstellungstechniken, um diese Ideen zu visualisieren.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Kommentar oder ein Gefällt mir freuen. Ihr könnt mir außerdem sehr helfen, wenn ihr den Kanal abonniert.